Herzlich willkommen zum Talking Wipe Podcast. Und heute dabei habe ich live Patrick Thiele. Und wir sitzen, wie könnte es anders so sein, in Berlin, mitten im Botanischen Garten und zwar im Arzneigarten, also hinter euch. Es sind quasi alle Heilpflanzen, die man so kultiviert, die wichtigsten. Die Energie bringen wir jetzt hier mit rein. Und dann gehen wir heute auf das Thema mentale Alchemie ein. Ich liebe diesen Begriff, weil er sehr, sehr alles miteinander kombiniert. Ja? Also quasi den Geist mit auch Spiritualität, aber mit Körper, alles rundum. Und wir steigen gleich ins erste Thema ein, oder? Können wir gerne machen. Ja. Können wir gerne machen. Patrick ist also ein Mental Trainer für Profisportler, Olympiasportler, für Unternehmer. Das ist seine Spezialität. Deswegen sitzt er heute hier. Und die erste Frage, die mich auch immer groß beschäftigt, ist quasi, wie kontrolliert man seine eigenen Gedanken? Oder wie kommt man mit der Stimme in seinem eigenen Kopf zurecht? Ja, ist natürlich direkt, glaube ich, zum Einstieg eine ziemlich große Frage. Und man sagt ja immer so relativ schnell, wenn man sich irgendwie mit Persönlichkeitsentwicklung und genau diesen mentalen Themen beschäftigt, so okay, du darfst irgendwie erstmal erkennen, Du bist gar nicht die Stimme in deinem Kopf, sondern du hörst nur die Stimme in deinem Kopf. Stufe 1. Das ist definitiv natürlich der erste Punkt. Ist, glaube ich, aber für viele vielleicht sogar noch ein Stück weit zu abstrakt. Also ich glaube, gerade für die Leute, die am Anfang stehen und auch noch nicht so vielleicht dieses Körper-Geist-Seele-Konzept wirklich verinnerlicht haben und wirklich sich damit beschäftigt haben. Und dann sagst du den Leuten, hey, du bist nicht die Stimme in deinem Kopf, du hörst nur die Stimme. Sonst denke ich mal, ja, aber wer what the fuck? So, ja, was ist das für ein Typ, ey? Ja. Der will mir doch noch ein paar Kristalle verkaufen, ne? Ja. Genau, und deswegen ist das natürlich ein Level, aber das zweite ist, glaube ich, viel mehr auch einerseits natürlich eine gewisse, finde ich, das ist so immer eins der Grundlevel, eine gewisse Awareness aufzubauen für das, was erstmal diese Stimme in meinem Kopf sagt, weil da steckt natürlich ganz viel dahinter, so all meine Lebenserfahrungen, Glaubenssätze etc. sind natürlich irgendwie Einflussfaktoren aus meinem Unterbewusstsein für die Stimme, die ich die ganze Zeit wieder höre. Und erstmal darf ich natürlich feststellen, was die Stimme mir überhaupt ständig erzählt und was der Einfluss davon ist, so damit ich überhaupt erstmal so dieses Grundverständnis habe. Also quasi Stufe 1 wäre die Stimme in dem Kopf. Also die Idee ist quasi, dass wenn man, ich sage immer gerne Luft anhalten, ne? Wenn man Luft anhält, dann wird es da oben, können wir mal mitmachen, wird es still. So. Und wenn man jetzt den Fokus da oben lässt und auf einmal kommt irgendwas, gerade ist bei mir gut leer, ich meditiere auch viel, ja, aber dann kommt so ein Gequatsche rein, ja, so, du sollst doch das und das machen und du sollst doch das und das, ne? Und was ist morgen auf der Arbeit und was ist übermorgen da und meine Beziehung und lalala. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, über die Stimme im Kopf. Also die müssen wir kennen. Und da ist jetzt der erste Trick, würde ich sagen, Luft anhalten und mal ein Gefühl dafür entwickeln. So, und wenn wir die quasi erkannt haben und die schlechten Gedanken wahrnehmen oder quasi dieses Quatsche wahrnehmen, ist die Trennung, ne? Also, dass man sagt, die Stimme bin nicht ich, sondern das ist quasi mein Verstand. Also, man nimmt den Verstand, der quakt, der kann einem auch hilfreich sein, und das eigene Ich, ne? Ja. Genau. Absolut. Also, ich glaube, das ist ein ganz essentielles Thema und ich glaube, da muss ich auch gar nicht im ersten Moment direkt im Kern verstanden haben, was so dahinter steckt, hinter dieser Philosophie von, okay, du hörst die Stimme nur, du bist die Stimme nicht, sondern ich kann es einfach erstmal so mitnehmen und durch so ganz simple Dinge, auch wie du es gerade gesagt hast, einfach mal erkennen, okay, da ist natürlich immer wieder in ganz vielen Situationen die Stimme da. Und dann im zweiten Schritt, das ist dann natürlich das Entscheidende, kann ich natürlich auch einen krassen Einfluss darauf nehmen, wirklich diese Stimme zu gestalten und auch vor allem dafür zu sorgen, dass die Stimme
für mich arbeitet. So, das ist einerseits natürlich auch ein langfristiger Prozess, wo ich grundsätzlich super viel verändern kann, dass die Stimme von vornherein irgendwie mal eine andere, ja, Kommunikation wählt. Und ich glaube, wenn wir uns vor 5 Jahren hier hingesetzt hätten, dann hätten wir uns wahrscheinlich zum Beispiel jetzt in unserer inneren Stimme mehr Gedanken darüber gemacht, was die Leute denken, die jetzt um uns herum hier laufen etc. So. Oder zum Beispiel auch, dass hier jetzt jemand durchs Bild laufen könnte oder. Ne? Genau. So. Da lassen wir einfach los, ne, und haben gesagt, wir setzen uns jetzt dahin. Wenn einer durchläuft, dann seht ihr den halt. Dann, dafür ist es halt auch live, das macht es lebendig, das macht es real. Und das ist ja auch das Leben, ne? Also wir können, wir können es ja nicht beherrschen, ne? Und das ist überall so, wir haben eigentlich nirgendwo Kontrolle. Ja. Aber oben die Stimme im Kopf, die hätte gern immer Kontrolle, ja? Und bei mir war es auch so, ja, setze ich mich jetzt hier hin, ich habe mit Patrick extra eingeladen, Botanischer Garten, wir mussten mit dem Zug herfahren, ja? Voll in Action, dann sitzen wir hier und dann laufen ständig Leute durch die Kamera, ne? Und dann, ne? Aber ja, die Kraft und die innere Ruhe und der Peace kommt halt, wenn man die Stimme entweder leise macht oder, das fand ich sehr schön, sie für dich nutzt, für einen nutzt. Absolut. Und ich vergleiche das ganz gerne immer mit tatsächlich einer Unternehmensanalogie. So, das ist für mich in meinen Workshops inzwischen so eine der einfachsten Analogien geworden, um den Leuten zu beschreiben, wie sie eigentlich relativ simpel die Stimme in ihrem Kopf beeinflussen können. Denn am Ende, unser Kopf arbeitet vor allem halt mit Fragen. Also unser Kopf, eigentlich stellen wir uns unterbewusst die ganze Zeit so Fragen, so, okay, was denken jetzt die Leute von uns? Ist der Wind jetzt hier vielleicht zu intensiv? Hört man das zu sehr im Interview etc.? So, das sind alles so Dinge, die irgendwie hochkommen und wir nehmen das halt dann als Gedanken, als Aussagen wahr, aber zugrunde liegt eigentlich immer eine Frage größtenteils. Und ich kann mir aber natürlich auch bewusst Fragen stellen. Was für eine Frage? Ja, immer die Frage, auf die ich die Antwort bekomme. So, das heißt, mache mir vielleicht Gedanken darüber, so, ist es jetzt hier zu laut? Ist es hier gerade zu windig etc.? So, okay. Und dann so diese Frage, was hat das für einen Einfluss auf unser Interview? So, wie nehmen uns die Leute hier als Experten wahr? So, etc. So, das heißt, wir stellen uns unterbewusst ganz, ganz viele Fragen und bekommen natürlich dementsprechend auch die Antworten. Und am Ende ist es wie so ein Unternehmen, um die Analogie so kurz aufzugreifen. Also du bist am Ende der CEO deines Kopfes. Und dein Gehirn ist eigentlich nur dein Assistent. Und meistens stellen wir uns halt unterbewusst eher negative Fragen und bekommen dadurch halt natürlich auch negative Antworten. Das heißt, wenn ich jetzt als CEO, meinem Assistenten, die Aufgabe stelle, hey, such mal bitte alle Beweise raus dafür, dass ich nicht gut genug bin, dass ich schlecht vorbereitet bin, dass das kein erfolgreiches Interview hier wird, etc. Dass zu viele Falten auf meinem T-Shirt sind. Dann läuft der Assistent los und kramt in all meinen Erfahrungen, kramt in allem, was irgendwie gerade da ist und packt mir so einen Stapel an Beweisen auf den Tisch und sagt so, hey, there you go. You are a fucking loser. Entschuldigung für den Ausdruck. Hier ist alles, das dafür spricht, dass du nicht gut genug bist so, und dass das hier nicht erfolgreich wird. So. Auf der anderen Seite kann ich mich natürlich auch fragen, okay, was spricht denn dafür, dass das hier ein richtig geiles Interview wird, zum Beispiel in dem Setting oder auf dieser ganz banalen Ebene so, was spricht denn dafür, dass ich gut genug bin, dass ich immer besser werde, dass ich mich weiterentwickle etc. Und plötzlich läuft mein Assistent auch los und sucht in der Vergangenheit, in allem, was jetzt gerade da ist, nach Beweisen und packt mir auch das auf den Tisch und sagt so, okay, there you go, da sind die Beweise dafür, dass du gut genug bist und dich weiterentwickelst. Und, Entschuldige, ihr kennt mich, ich unterbreche gerne immer, aber ich finde es so scharf gerade, auch zum Beispiel das Beispiel gerade noch, ich habe noch einen Akku dabei. Und das ist genauso, ja, ich könnte mir jetzt Sorgen machen, dass der Akku nicht ausreicht, weil unser Interview zu lang ist und zu wertvoll ist. Aber aus der Vergangenheit weiß ich auch, es kam schon mal der Fall vor und haben einfach einen Schnitt gemacht und den Akku ausgetauscht. Und das ist so gut und deswegen hacke ich da nochmal ein, um nochmal kurz einen Gedankenstopp für dich da reinzubringen, um einfach zu verstehen, es gibt eigentlich immer eine Lösung, ne? Und wenn man seine Angestellten, ne, als CEO, seine Angestellten im Kopf die richtige Aufgabe gibt, dann machen die auch einen guten Job. Ja, das ist gut. Das gefällt mir extrem gut. Ja. Absolut. Und schön. Was es, glaube ich, dafür noch braucht, damit das wirklich so funktioniert, ist halt ein gewisses Maß an einerseits Geduld, aber andererseits auch so Consistency. Also wirklich mir konstant immer wieder die Fragen zu stellen, weil die meisten Menschen, wenn sie gerade in so diesen Prozess einsteigen, haben sich vielleicht in der Vergangenheit super oft eben diese, in Anführungsstrichen, negativeren Fragen gestellt. So, dementsprechend ist ihr Assistent natürlich extrem gut da drin, Beweise für all diese negativen Fragen zu sammeln. Und wenn du den jetzt losschickst, dann ist der 5 Sekunden später wieder da und hat im Archiv alles gefunden. So, und es ist ein Riesenstapel. So, und jetzt stellst du dir das erste Mal so eine positive Frage. So, was spricht dafür, dass ich gut genug bin? Und dann sitzt du so da und denkst dir so,
und du wartest so. Und dann kommt vielleicht irgendwann der erste Gedanke, aber es geht halt nicht so schnell. Und das ist auch so ein Effekt, den ich ganz oft halt bei Menschen dann sehe, wenn ich das so das erste Mal mit ihnen durchgehe, ist so immer so, okay, aber da kommt halt gar nicht so viel. Aber das ist auch vollkommen okay. Erstmal so das prinzipiell Wichtige ist, alles, was du eigentlich im Grunde genommen brauchst, ist auch nur eine positive Antwort. Solange du eine positive Antwort hast, und die gibt es immer, bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Und je öfter ich mir dann die Frage stelle, desto mehr trainiere ich halt meinen Assistenten darauf, dass er auch in dieser positiven Abteilung die Antworten findet. Und dann geht es natürlich auch viel, viel schneller. So, dann rückt diese ganze negative Perspektive immer mehr in den Hintergrund. Und ich finde immer schneller positive Antworten auf diese Fragen, die mir dann natürlich halt Selbstvertrauen, Sicherheit, Stärke geben etc. Also das ist richtig gut, weil ich check's jetzt auch mal bei mir quer. Also meine Angestellten sind mit Sicherheit gut darauf, alle Risiken zu entdecken. Also da sind meine Angestellten richtig drauf und das macht mir dann Angst, ja. Wenn ich irgendein neues Projekt angehe oder irgendwas, sehe ich alle Risiken. Ne? Das hat natürlich einen Vorteil, dass ich alle Risiken sehe, aber der Topf könnte auch so voll sein, dass ich mich dann gar nicht traue, das zu machen. Oder wie es bei mir der Fall ist, dass ich dann manchmal Monate brauche, um quasi emotional diese Risiken durchzuarbeiten. Ne? Zu sagen, okay, wir machen einen neuen Produktlaunch. Ja? Wir machen, keine Ahnung, G1 3100. Ja? Und dann fallen mir sofort alle Risiken ein. Ja? Also von der Finanzierung über Technologie, Produktionsvolumen, lalalala. Ne? Und dann, das ist so ein Ordner. Und dann denke ich mir, nee, das machen wir nicht. Ja. Und dann finde ich die Idee geil und dann braucht es wirklich Monate. Ich hatte es auch im Fall zum Beispiel, auch gutes Beispiel, Fall des Auswanderns. Das musste ich 2 Jahre lang emotional verarbeiten, weil mir die Risiken des Scheiterns zu hoch waren. Mhm. Das so, ja, du wanderst aus, dann kommst du nie wieder zurück, ne? Und dann verlierst du alles und kommst ins Gefängnis und, ja, und keine Ahnung. Ne? Und ja, das sind so super krasse Beispiele. Also wirklich diese im Weg der Selbstständigkeit, ne, gehen, da auswandern, oder was fällt dir noch für ein schönes Beispiel ein, was so super, also wenn die Assistenten dann super in die Risikoenergie reingehen und dann Angst bringen? Ja, ich glaube so generell auch im Alltag so ganz basic Dinge, auch so wie, hey, soll ich meinen Job wechseln, wenn ich merke, ich bin nicht mehr happy etc., so wie viele Leute da halt auch damit strugglen, vielleicht diese Entscheidung zu treffen oder ein super langer Prozess, bis sie das wirklich haben. Und ich glaube, das, was du gerade noch erwähnt hast, ist super wichtig, weil natürlich kann es wertvoll sein, in gewissen Szenarien mir diese Risikofragen zu stellen. So, natürlich willst du jetzt zum Beispiel im Fall von dir als Unternehmer, du willst natürlich auch nicht blind in alle Projekte reinrennen und dann am Ende stellst du dann irgendwie fest, so, shit, jetzt haben wir hier das Ding gegen den Baum gefahren und eigentlich, wenn ich mir vorher mal die Fragen gestellt hätte und die Risiken angeschaut hätte, dann wäre mir das aufgefallen. So, das ist durchaus wertvoll, aber die Frage ist halt, stellst du dir auch die anderen Fragen so, und am Ende ist es so super basic, dass wir halt meistens immer hängen bleiben bei der Frage, was ist, wenn es nicht funktioniert? Und wir machen nie diesen Switch zu, was ist, wenn es funktioniert? Und das ist gut. Also, das ist ein ganz, ganz einfacher Wechsel. Was ist, wenn es nicht funktioniert, zu was ist, wenn es funktioniert? Ja, das eine ist super antreibend. Und auch beim Beispiel nochmal für einen Jobwechsel ist es ja wirklich so, genau die Frage, was ist, wenn es nicht passiert? Ja, ich kündige zu früh, ich werde arbeitslos, die neue Job gefällt mir eigentlich nicht schlimm. Aber was ist, wenn es passiert? Ich könnte vielleicht meinen Traumjob finden. Ich könnte endlich Angestellte oder Coworker haben, die ich toll finde. Ja. Oder einen Chef, der meine Leistung sieht. Ne? oder wo vielleicht auch die Bezahlung der Arbeit entspricht. Ja? Oder gibt es ja viele schöne Dinge. Oder der Arbeitsweg kürzer ist oder ich im Homeoffice arbeiten kann. Ne? Und wenn man dann die ganzen Drives sieht, sagt man sich, oh ja. Wenn ich die ganzen Punkte, die ich da gerade genannt habe, im alten Job nicht habe, sollte man auf jeden Fall wechseln. Ne? Und nicht, weil das ist dieses Bekannte, das einen festsaugt, ne? Wie so ein schwarzes Loch. Ja. Ne? Dieses Bekannte. Also alles, was man kennt, fühlt sich sicher an, auch wenn es schlecht ist. Und das ist auch das, wo viele Menschen in toxischen Beziehungen stecken bleiben, ja, in toxischen Arbeitsverhältnissen. Weil es so bekannt ist, ist man es gewohnt. Und oft, da hatte ich gestern auch schönes Gespräch beim Abendessen. Das wird auch oft in der Kindheit geprägt. Ne? Zum Beispiel, wir hatten meine Frau und ich hatten Essen mit einer Einzelunternehmerin und dann habe ich gemeint, ja, vielleicht sind es auch die krassen Erfahrungen, die du in deiner Kindheit hattest, die dich jetzt so stark machen. Sie sagt so, ja, sie glaubt, jeder, der ein Einzelunternehmer ist, hat eine intensive Kindheit gehabt. Ne? Okay. Und da musste ich super lachen halt, ne? weil dann sucht man sich quasi wieder als Einzelunternehmen die gleichen crazy schweren Umstände in Deutschland. Und,
und durchlebt, wiederholt eigentlich das, was man in seiner Kindheit erfahren hat. Also das ist das, was ich noch einwerfen möchte, dass man sich mal wirklich bewusst sein sollte, wie spiegelt das aktuelle Arbeitsverhältnis oder die Beziehung die Kindheit wider? Also auf emotionaler Ebene. Ne? Also kriegt man genauso wenig Anerkennung, wie man vielleicht vom Vater oder der Mutter bekommen hat. Ja? Kriegt man das gleiche Gefühl vom Chef? Ja? Oder die, zum Beispiel gibt es ja auch Kinder, die sehr schnell erwachsen werden mussten, weil vielleicht ein Elternteil gefehlt hat oder eins krank wurde oder. Oder man viele Geschwister hatte und dann musste man schnell erwachsen sein. Ne? Und hat man das dann im Berufsleben wieder, dass man wieder eigentlich für alle, ich spreche es jetzt mal böse aus, für alle der Depp ist, ja? Und sich einen Job sucht, wo man wieder für alle mitarbeitet, weil alle anderen nicht können oder sowas, ne? Und das können so Verhaltensmuster sein, ja? Vielleicht macht es bei dir gerade Klick, so, wow, okay, Christian, das, was du gesagt hast, oh, ich fühle mich gerade getriggert, ne? Oder jeder, der sich gerade getriggert fühlt und ausgeschalten hat, ja? Da ist der Schlüssel, ne? Und dann immer in der Meditation, mal in einem stillen Moment, sich mal diesem Gefühl hingeben, ne? Zu sagen, okay, was sind denn gerade die Emotionen, die ich in meiner Partnerschaft oder Arbeitswelt fühle? Ne? Partnerschaft könnte zum Beispiel auch sein, eine sehr einseitige Liebe. Ne? Ich pulver immer rein oder ich pulver gefühlt rein. Ne? Ja. Das könnte auch eine Illusion sein. Und ja, also Analyse der Emotionen im Trigger, das ist auch noch so ein Golden Nugget, ne? Dass man im Alltag mal schaut, von was man sich getriggert fühlt. Und was die emotionale Grundlage da ist und wo vielleicht diese Ursache, oftmals in der Kindheit, bewusst oder unbewusst zu finden ist. Ne? Ja. Und ich glaube, es gibt sogar noch, glaube ich, einen Tipp, der für viele wertvoll ist, so abseits von Meditation, auch wenn ich das ein geiles Tool finde, genauso wie du, um da wirklich reinzugehen. Aber ich denke, es braucht halt auch ein gewisses, sage ich mal, Level, damit du das für dich wirklich machen kannst in der Meditation und nicht von 1000 anderen Sachen abgelenkt bist. Und allein mal, wenn ich merke, es gibt so große Themen, es gibt Dinge, die mich beschäftigen, etc., mich mal hinzusetzen und die Dinge einfach mal aufzuschreiben, ist super wertvoll, weil in unserem Kopf können wir jedes mögliche Szenario entwerfen. So, es gibt kein Tool auf der Welt, das irgendwie besser daran ist, irgendwelche Zukunftsszenarien zu entwerfen als unser Kopf. So, also in unserem Kopf können wir alles erschaffen. Und dementsprechend kann es natürlich auch super scary und super verrückt und super crazy sein und super chaotisch und wir haben gar keinen Überblick, so was ist denn jetzt wirklich die richtige Entscheidung für mich etc. Und wenn ich mir das mal aufschreibe, dann habe ich halt einen viel besseren Überblick und vor allem habe ich wieder eine andere Klarheit. Also ich vergleiche das immer ganz gern so mit Harry Potter tatsächlich. Okay. Da gibt es im Film gibt es diese schöne Szene, wo Dumbledore in seinem Büro steht und mit seinem Zauberstab seine Gedanken rauszieht und in sein Denkarium legt, wo er seine ganzen Gedanken aufbewahrt, damit er die nicht vergisst, aber sie nicht im Kopf behalten muss, damit er den Kopf wieder frei hat für Neues. Und für mich ist Stift und Papier ist so das Denkarium unserer Zeit sozusagen. Und damit kriege ich es halt hin, diese Gedanken aus dem Kopf rauszuziehen. Ja. Ich packe sie auf ein Blatt Papier. Ich kann sie mir immer wieder anschauen. Nichts geht verloren, aber ich habe einerseits einen Überblick und andererseits habe ich halt eine ganz andere Klarheit, um dann wieder das Ganze zu analysieren. Sehr gut, das kann auch, also für mich auch, ich habe ein Notizbuch, da fülle ich wertvolle Gedanken rein und Gedanken, wo ich mir unsicher bin, ob die wertvoll genug sind, habe ich in einem digitalen Notizbuch, die schreibe ich dann runter und ja, manchmal brauche ich die wirklich nicht oder ich gucke sie drei Jahre später an und sehe, okay, das war pure Angst, kann ich löschen, ne? Ja. Also dieses ist auch so eine Art Schreibmeditation, es gibt ja auch eine Gehmeditation, ne? Also Meditation ist für mich auch nicht nur Sitzen, sondern das kann man im Schreibfluss, ne, idealerweise die Sinne wegnehmen. Also ich würde immer die Ohren taub machen oder mit einer sehr einfachen Musik. Und dass man dann in den Schreibfluss kommt. Und beim Thema Schreiben bei mir auch, am Anfang kann auch sein, dass der Kopf nur Bullshit ausspuckt. Also wenn man da einsteigt, kann man auch sein, dass die ersten 20 Zeilen sowas sind wie, ja, hallo, ich heiße Christian, heute war ein schöner Tag und irgendwie weiß ich gar nicht, was ich schreiben soll. Und dann aber kontinuierlich schreiben, 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 schreiben. Und dann irgendwann, okay, das Thema, das mich eigentlich belastet, ist die Expansion der Firma. Ja? An manchen Stellen überfordert mich das, weil die Risiken gefühlt für mich nicht mehr greifbar sind und ich Angst habe zu scheitern. Ne? Das wäre jetzt was Reales, was ich in mein Notizbuch reinschreiben könnte. Ja. Und wo jetzt, wo ich schon ausspreche, vor der Kamera sitzen ist übrigens auch immer sehr heilsam. was jetzt auch schon sehr, sehr heilsam ist, wo ich den Gedanken eigentlich nur ausspreche.
Ja, was mir, jetzt haben wir mal ein ganz großes Kapitel gerade durchgesprochen mit im Kopf die eigene Stimme, was man damit machen kann. Also quasi bewusst werden, aufschreiben in einer Schreibmeditation oder hinsetzen, die Emotionen fühlen. Also das, die Wahrnehmung erhöhen, kurz gesagt. Ne? Und was ich gerade noch sehr, sehr spannend finde, ist das Thema Mental Hacking, Mental Alchemie beim Thema Selbstwertgefühl. Mhm. Hast du da noch irgendwo eine Geschichte, die du uns hier mitgeben kannst? Ja, ich glaube, Selbstwertgefühl ist generell einfach einer der größten Schlüssel überhaupt, super unterschätzt von vielen. Und ich glaube auch gerade von vielen, die super erfolgreich sind. Also auch jetzt so aus meiner Erfahrung heraus, egal ob es Profisportler sind, ob es super erfolgreiche Unternehmer sind, bei denen man am Anfang vielleicht immer erstmal so ein bisschen auf Widerstand stößt, wenn man plötzlich mit so Themen wie Selbstmitgefühl anfängt. So, weil sie denken, ja, okay, das ist mir zu abgedriftet, so, das hat nichts mit Leistungsoptimierung zu tun, das hat nichts damit zu tun, besser zu werden, etc. Aber es ist ein super wertvoller Schlüssel dahin. Ergänzend nochmal wirklich auch dieses Gefühl Selbstwert, Selbstmitgefühl, das klingt dann immer so esoterisch, ja. Ne? Und die Leute haben oft immer nur so das Gefühl, ja, nee, Leistung bringe ich durch Arbeiten. Also wenn ich als Sportler erfolgreich sein will, muss ich trainieren, als Unternehmer muss ich Dinge tun lassen, Maschinen kaufen, Mitarbeiter arbeiten geben. Aber so die innere Optimierung, das ist ja das, worüber wir gerade reden, das wird dann oft als ja, super vernachlässigbar sein. Und das ist aber das auch, was deine Athleten quasi, wo sie dann quasi den Boost reinbringen oder wo ich ja auch immer ganz erstaunt hinschaue. Ein Olympiasieger, das entscheidet sich nicht durch die körperliche Trainingsmentalität, weil die alle gleich viel trainieren. Ja, du kannst nur 24 Stunden am Tag trainieren, ja. Sondern quasi die Sieger, die haben ihren mentalen State im Griff. Ne? So, also. Und wie kriegen wir denn Selbstwertgefühl, Mitgefühl? Wie würdest du daran gehen an dieses Thema? Ja, am Ende ist so das, was wir gerade eigentlich schon besprochen haben, eine super Grundlage dafür, weil ich bekomme halt dadurch erstmal auch mit, wie ich mit mir selbst rede. So, also selbst Mitgefühl bedeutet ja im Grunde nur, okay, wie gehe ich mit mir selbst um, wie rede ich mit mir selbst? Und das ist der ganz einfache Kern davon. Und wenn ich halt mal darauf achte, wie ich mit mir selbst rede, ist das eine super Voraussetzung. Und vor allem, wie rede ich mit mir in Situationen, wo es nicht gut läuft, wo ich Fehler mache, wo ich vielleicht überfordert bin, etc. So, das heißt, Situationen, die tendenziell für viele negativ sind, dann mal zu schauen, wie rede ich mit mir. Und ganz banales Beispiel, um das halt mal so zu vergleichen, ist so eine Fehlersituation, egal ob es jetzt Fehler im Privatleben oder auf der Arbeit ist, egal. Aber mal überlegen so, okay, wenn ich jetzt so in derselben Situation wäre und nicht ich hätte den Fehler gemacht, sondern beispielsweise du hättest den Fehler gemacht und du würdest jetzt zu mir kommen und würdest sagen so, hey Patrick, mir ist da dieser Fehler passiert, ich fühle mich gerade richtig scheiße deswegen so. Und dann würde ich nicht sagen, intuitiv so, hey Christian, wie dumm bist du eigentlich, dass du diesen Fehler machst? So, wie kannst du denn so blöd sein? War doch völlig offensichtlich so. Sondern ich würde natürlich sagen, hey, come on, es kann jedem Mal passieren. Lass uns anschauen, was du beim nächsten Mal besser machen kannst, etc. So, Fehler sind auch immer wieder eine riesen Wachstumsopportunity, wow, etc. So. Aber wenn ich selbst den Fehler mache, dann habe ich ganz oft vielleicht unterbewusst genau diese Kommunikation. So, dann mache ich mich selbst dafür fertig und denke mir so, boah, wie dumm bist du denn? War völlig klar, dass dir das wieder passiert. Du bist so ein Idiot. So, das heißt, wir gehen so voll in diesen Modus. Ich bin der größte Kritiker von mir selbst und ich rede mit mir in einer Art und Weise, wie ich es mit anderen nie machen würde. Ja. Und das, was ich aber eigentlich in der Situation bräuchte, wäre mal so wirklich eine mitfühlende Kommunikation und vielleicht auch so ein bisschen quasi mein eigener größter Fan zu sein und mich mal wieder aufzubauen, mich wieder zu supporten, weil das ist das, was ich in dem Moment am meisten brauche. Wenn ich schon auf dem Boden liege, brauche ich nicht noch jemanden, der auf mich drauf tritt, sondern brauche ich mir jemanden, der die Hand gibt und mich wieder hochzieht. So. Boah, das ist richtig gut. Das ist so schön und da fällt mir gerade speziell auch das Thema Beziehung ein, weil jetzt kommt es nämlich oft, hoffen dann die Menschen, dass man eben Partner den findet, der einen aufbaut, obwohl es vielleicht gerade gar nicht geht, weil der in dem Moment involviert ist. Ne? Beispiel, machen wir mal ein einziges Beispiel, das ist Putzen. Das Zimmer ist nicht so aufgeräumt, wie es vielleicht der eine Partner vom anderen erwartet hätte. Ne? Und dann fängt so ein Streitgespräch an
Und da bräuchte es eben für den, der den Fehler begangen hat, wirklich diese tolle Stimme, die sagt so, hey, okay, dir ist es heute wieder mal passiert. Aber wenn du jetzt dran bleibst und es fokussierst, kannst du auf jeden Fall dafür sorgen, dass sich der Fehlerhäufigkeit reduziert, bis hin zur Abstellung. Ja. Und das wird, findet dann in der Partnerschaft meistens nicht statt, sondern der, der dann quasi, sagen wir mal, die Wohnung ordentlicher hält, der schießt dann auf den einen und sagt, warum ist denn das schon wieder passiert? Ne? Also der andere ist quasi ständig an seinem Limit, die Ordnung zu halten, die gefordert wird. Und der andere ist nur am Controlling und sagt, hier, das T-Shirt liegt ja schon wieder auf dem Stuhl. Ne? Und dann, genau, und da Selbstmitgefühl richtig gut, dass man das erstmal für sich selber reinholt. Das ist richtig gut, wie man es dann mit einem Kumpel hätte. Ne? Ja. Oder wenn man mit einem Freund sich dann hinsetzen würde und sagen würde, hey du, ich habe gerade in meiner Beziehung Probleme, weil ich mit der Ordnung nicht so hinkomme. Dann würdest du mir wahrscheinlich irgendwas anderes sagen, würdest sagen, hey du, warum ist das denn so unordentlich? Ne? Was könntest du vielleicht irgendwelche Tricks machen? Ne? Irgendwie, was weiß ich, eine neue Stange im Bad aufhängen, wo Platz für die schmutzigen T-Shirts ist oder sowas. Ne? Oder den Wäschebottich vergrößern oder in Wurfreichweite aus der Dusche stellen, ne? So, wenn man gleich in die Dusche reinkommt, das T-Shirt dann reinwerfen kann. Genau, also aus dem Mitgefühl zu sagen, okay, es ist passiert, es ist jetzt so, was war vielleicht der emotionale Ursache, ne? Warum ist es dir passiert, obwohl du es ja nicht wolltest, keiner will ja Fehler machen, ne? Das ist richtig gut. Und dann zu sagen, aus dieser Liebe für sich selbst, ne? Was könnte ich anders da machen? Oder welche Unterstützung könnte ich mir suchen bei anderen Menschen oder durch eine zusätzliche Stange im Bad, ne? Oder im zweiten Wäschekorb, um das Thema zu lösen? Ne? Ja, und ich glaube, da kommen wir halt super an, so diesen Kern auch von Mental Alchemy, weil wenn man sich anschaut, okay, wo kommt das eigentlich her? So die Alchemisten quasi früher, so das, was man irgendwie darüber berichtet, ist ja immer so diese mystische Fähigkeit, irgendwie Blei in Gold verwandeln zu können. Aber eigentlich war das schon immer eine Analogie für diese mentale, emotionale Ebene. So das Blei steht stellvertretend für all das, was uns nicht supportet, was uns runterzieht, was es uns unglaublich schwer macht. Und das Gold ist das, was uns supportet, unterstützt, was uns hilft, persönlich halt maximal zu wachsen. Und es ist einfach so quasi diese innere, mentale, emotionale Fähigkeit, das, was mich nicht unterstützt, in was zu verwandeln, was mich unterstützt. Und wenn ich jetzt beispielsweise einen Fehler gemacht habe, dann halt nicht in diesem unterstützenden Gedanken und Emotionen drin zu bleiben, die mich noch weiter runterziehen, die mich fertig machen, sondern vielleicht auch da wieder durch eine ganz einfache Frage, zum Beispiel einen simplen Switch zu machen und sich überlegen, okay, wofür ist dieser Fehler denn jetzt vielleicht gut? Okay, ich habe ganz simpel rausgefunden, wie es nicht funktioniert, zum Beispiel. Oder ich habe jetzt erkannt, wie du gerade gesagt hast, so, wenn ich weiter so mache, ist meine Wohnung hier weiterhin ein einziges Chaos und ich habe jetzt gesehen, dass ich hier was verändern darf. So, und dass ich da was sozusagen anpassen darf, damit ich in Zukunft aus diesem Chaos mehr Ordnung schaffen kann, weil das hilft mir, auch mehr Struktur irgendwie in mir selbst zu haben, so wie im Außen, so auch im Innen so. Wenn es außen ordentlich ist, dann ist es auch in mir aufgeräumter so. Und dann ist es so ein ganz einfacher Switch von diesem, was unterstützt mich nicht, hin zu dem, was unterstützt mich und was brauche ich eigentlich jetzt gerade am meisten, um irgendwie den nächsten Wachstumsschritt zu machen. Das ist richtig schön. Also mentale Alchemie. Blei in Gold. Wir reden aber von gedanklichem Blei und gedanklichem Gold. Gedankliches Blei, das uns nach unten zieht, uns nicht supportet und gedankliches Gold, was uns supportet. Und das gefällt mir richtig gut. Also quasi auch mit dem CEO. Ne? Also der CEO will das Blei loswerden und mehr von dem Gold bekommen. Ne? Also die Gedanken, die Mitarbeiter im Kopf, die Blei sammeln, denen eine andere Aufgabe geben, dass sie Gold sammeln, Gedanken, die uns unterstützen. Ne? Was kann ich aus dem Moment lernen? Wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen? Was könnte ich in meinem Leben ändern, damit der Fehler nicht mehr auftritt? Eine spannende Frage, die ich mir echt aufgehoben habe, war, und zwar, ich stelle mir das jetzt vor, ich bin Olympiasportler, ja? Okay? Und ich wache früh auf und heute ist Goldkampf, ja? Goldmedaille. Und ich mache mir vor Angst in die Hose, weil ich so aufgeregt bin und einfach Angst habe zu verlieren, weil ich am Vortag gesehen habe, wie gut alle anderen gelaufen sind und ich vielleicht noch in der Vorrunde nicht die Zeit gelaufen bin, die ich laufen könnte, sondern weit unter dem, was ich weiß, was ich kann. Was, und der nimmt den Hörer und sagt, oder die, Patrick,
Was würdest du sagen? Ja, ist eine gute Frage. Ich hole kurz ein kleines bisschen aus, nur um quasi zu sagen auch, dass wir für so einen Fall natürlich immer schon Vorarbeit getroffen haben. Das heißt, zum Beispiel ist das ein Standard, dass alle Athleten, aber auch Unternehmer, Führungskräfte etc., mit denen ich zusammenarbeite, sich angewöhnt haben, ein ganz simples Erfolgstagebuch zu führen und jeden Tag aufzuschreiben, was sind denn so 3, 4, 5 Erfolge, die ich heute gefeiert habe, auch unabhängig von diesen großen Wettkampferfolgen, unabhängig von persönlichen Bestleistungen im Training, so, was sind einfach 3, 4, 5 Erfolge, die ich jeden Tag feiere. Und das Spannende dabei ist, ich hatte gerade jetzt erst im Frühjahr wieder eine Olympiaathletin, mit der wir nach den Olympischen Spielen in Peking angefangen haben zusammenzuarbeiten. Und 2 Wochen, nachdem sie damit gestartet hat, saßen wir zusammen so im 1:1 Coaching und sie meinte so, hey Patrick, krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele kleine Erfolge jeden Tag feiere. Und das ist halt so erstmal eine Grundlage, weil daraus ergibt sich halt super viel Selbstvertrauen und Sicherheit, wenn ich jeden Tag Erfolge sammle. Und wenn dann so ein Telefonat... Lass mich mal, was Erfolge? Ist Erfolge auch, ich habe einen Kaffee gefunden mit einem guten Cappuccino? Oder was ist dann wirklich ein Erfolg, den man dann in dieses Tagebuch reinschreibt? Das ist der Erfolg, der für dich relevant ist. Also Ziel des Erfolgstagebuchs ist es nicht, dass du dir zum Beispiel mein Erfolgstagebuch durchliest und denkst, boah, Patrick, krasser Typ, ey. Richtig cool, was du da erreicht hast, so. Sondern Ziel ist es einfach nur, dass ich mir das durchlese und denke, hey, für mich ist es ein Erfolg. Also kann sein, du liest dir das durch und denkst dir so, ja, okay, was ist das denn für ein Erfolg, wenn du heute 15 Minuten meditiert hast, so, oder irgendwie eine Runde um den Block gelaufen bist. Aber für mich ist es ein Erfolg, weil vielleicht habe ich es in der Vergangenheit nie gemacht. Oh, das ist gut. Und es ist eine super wertvolle Routine für mich, so. Das heißt, es geht erstmal so voll um diese individuellen Erfolge. Und wenn dann das Gespräch kommt, so wie du es gerade angesprochen hast, so, dann ist natürlich ein Punkt so auf jeden Fall mal, da rauszukommen, so aus diesem Angstszenario, so, also das, dieser ganze State von Nervosität, von super gestresst, von ich mache mir gleich in die Hosen, weil ich Angst habe, dass es nicht reicht, ist ja auch wieder nur so ein Zukunftsszenario von, okay, was ist, wenn es schief geht, was ist, wenn ich Fehler mache, was ist, wenn ich nicht gut genug bin, um meine Konkurrenten zu schlagen, etc. So. Und da erstmal wieder auszubrechen, ist eine, ich glaube, so sogar dreiteilige Aufgabe, so mental, emotional, körperlich, weil dieser Stress Faktor in dem Fall natürlich auch krass körperlich spürbar ist. Und da darf ich erstmal wieder rauskommen. So, das heißt, bevor wir überhaupt irgendwas machen, gehen wir erstmal in eine kleine Atemübung rein, um den Körper und das Nervensystem wieder zu beruhigen, einfach wieder runterzukommen, Ausatmung zu verlängern, um quasi so das Entspannungszentrum im Nervensystem zu aktivieren, wieder ein bisschen runterzufahren. Und von da aus kannst du halt anfangen, wieder diese Kontrolle zu übernehmen und dir die richtigen Fragen zu stellen. So, hey, okay, was spricht denn dafür, dass du gut vorbereitet bist? Was spricht dafür, dass du gut genug bist, deine Konkurrenten zu schlagen? Welche Erfolge hast du denn in den letzten Wochen und Monaten gesammelt? Welche Trainingserfolge hattest du? An welche Erfolge kannst du dich vielleicht aus der Vergangenheit erinnern, wo du schon bei anderen Wettkämpfen als Sieger ins Ziel gekommen bist? Und dementsprechend ist das so wie genau wieder dieser Switch so, was spricht alles für meinen Erfolg? Und dadurch kann ich schon erstmal wieder super viel Selbstvertrauen und Sicherheit tanken. Und dann geht es nur darum, das wieder in den Wettkampf zu transferieren. Das heißt auch wieder da zu schauen, okay, was ist denn jetzt für mich das Wichtigste im Wettkampf? So, worauf darf ich mich konzentrieren, damit ich im Wettkampf meine 100% abrufen kann? Und da kommt sogar noch der, glaube ich, letzte Faktor ins Spiel, dass wir halt super viel mit Achtsamkeitsstrategien arbeiten. Okay. Weil für mich ist Achtsamkeit die wichtigste mentale Eigenschaft für sportliche Höchstleistungen, weil sie mir erlaubt, halt zu 100% im Moment zu sein, zu 100% präsent zu sein bei dem, was ich wirklich kann. Und was ich wirklich leisten kann. Es hilft mir, diese ganzen Gedanken an Vergangenheit und Zukunft auszublenden. Ich bin halt wirklich präsent. Ich habe keine gedanklichen Ablenkungen. Ich kann vielmehr auch die Ablenkungen wahrnehmen, die um mich herum da sind, ohne dass ich mich damit beschäftige. So, das ist auch jetzt so hier ganz banales Beispiel. Dadurch, dass ich so viel irgendwie die letzten Jahre da bei mir selbst dran gearbeitet habe. Natürlich nehme ich wahr, dass hier ständig irgendwie Leute drumherum laufen, aber das lenkt mich nicht in dem Sinne ab, dass ich plötzlich zum Beispiel vergesse, was ich gerade sagen will. Genau. Ich sehe, okay, da laufen Leute, aber das hindert mich nicht daran, meine Message zu liefern hier und quasi irgendwie präsent bei dir in dem Interview zu sein. Und das ist genauso diese Fähigkeit auch im Wettkampf, einfach wahrzunehmen, klar, da gibt es irgendwie Fans um mich herum, da gibt es Kameras, da gibt es andere Athleten etc. Aber es spielt alles keine Rolle, weil es geht nur um mich, meine Performance, meine Leistung und dass ich mich darauf konzentriere, einfach das abzurufen, was ich im Training auch jederzeit kann. Und das ist natürlich ein Trainingseffekt, aber es ist auch was, was man so über eine ganz
kleine Transformation in ein paar Minuten in so einem Gespräch auch immer nochmal super bewirken kann. Also super, ich fasse das nochmal zusammen, weil ich muss gerade schmunzeln, da ist eine Fliege auf unserer Kamera gelandet, jetzt fliegt sie gerade weg und in dem Moment, wo sie gelandet ist, hatte ich Angst, dass sie in die Kamera läuft und genau dann achtsam bleiben. Ne? Sie hat es nicht, bis jetzt auch nicht und ist jetzt wieder weggeflogen. Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Wichtig ist Erfolgstagebuch, also dass man eine Basis für sein Selbstwertgefühl, Selbstmitgefühl entwickelt und sagen, okay, ich habe mein Leben im Griff, ich arbeite stetig an mir, also ich habe jeden Tag das getan, ja, oder 5, 6 Tage die Woche, um dahin zu kommen, wo ich gerade bin und halt auch mal zu bewusst zu werden, wenn man bei Olympia ist, ist das ja schon eine krasse Leistung. Ne? Also ich werde wahrscheinlich nie zu Olympia kommen, ja. In diesem Leben zumindest nicht. So, okay, also ich rufe dich an, du sagst, erinnere dich mal an dein Erfolgstagebuch. Dann der zweite Step ist, sich quasi vergangene Erfolge bewusst machen und zu sagen, wie ist man zu diesem Punkt hingekommen, ja? Genau, vergangene Erfolge, all das, was ich dafür getan habe, auch weil, wenn ich das Ziel habe, bei Olympia Gold zu gewinnen, so, dann habe ich mir das ja nicht erst vorgestern überlegt, so, sondern dann habe ich mir das wahrscheinlich schon mal mindestens wahrscheinlich vor 4 Jahren nach den letzten Olympischen Spielen überlegt und gesagt, hey, fürs nächste Mal ist es mein Ziel, ganz oben zu stehen. So. Und da war das schon der Ausgangspunkt. Das heißt, ich habe die letzten 4 Jahre dafür trainiert, genau das leisten zu können. Ich habe nicht erst letzte Woche angefangen zu trainieren dafür, sondern schon vor 4 Jahren. Und das möchte ich auch nochmal übertragen, im Berufsleben ist es auch so. Ne? Also weil wir Olympia jetzt als Beispiel haben, beim Berufsleben ist es auch so, wenn jemand seit 4 Jahren arbeitet, trainiert er ja auch jeden Tag diese Arbeitsleistung. Also das heißt quasi, wenn man jetzt beim Beruf wechselt, kann man das übertragen, kann man sagen, so, was spricht dafür, den Beruf zu wechseln? Ja, weil ich seit 4 Jahren in dem Feld arbeite. Ich bin besser als vor 4 Jahren. Ich bin mehr wert, ich habe mehr Gehalt verdient, ich habe eine bessere Arbeitsumgebung. Ne? Und das sind die Driver, die man zum Beispiel von einem Vorstellungsgespräch oder sowas rausholen kann. Ne? Okay, also das Bewusstwerden und was kommt dann? Das Bewusstwerden und dann war es die richtigen Fragen stellen. Wir kurz noch, um die richtige Reihenfolge zu haben. Ganz am Anfang war noch die Atemübung. So, ganz wichtiger Part. Erste Punkt ist die Atemübung. Erstmal runterzukommen und wieder präsent im Moment zu werden. Dann kommen die vergangenen Erfolge durch Erfolgstagebuch etc. Dann kommt der Fokus auf die Vorbereitung. So, was spricht dafür, dass ich gut vorbereitet bin? Wie viel habe ich dafür auch getan? Mhm. Und dann ganz bewusst auch nochmal Fragen im Hinblick auf das Ziel, das ich erreichen will. So, was spricht dafür, dass ich heute als Sieger aus dem Wettkampf rausgehe? Was spricht dafür, dass ich gut genug bin, meine Konkurrenten zu schlagen? Und dann im letzten Schritt quasi so auch in meinen mentalen Gameplan einfach reinzugehen. So, okay, was ist jetzt das Wichtigste für mich? Worauf darf ich mich im Wettkampf konzentrieren? Was ist meine Routine davor? Was sind die Dinge, die dafür sorgen, dass ich im besten Fall im Wettkampf einfach im Flow bin und ganz locker und leicht so meine Bestleistung abrufen kann, über mich hinauswachsen kann und am Ende wirklich halt mit der Goldmedaille um den Hals auf dem Treppchen ganz oben stehe. Genau, und die Goldmedaille um den Hals kann natürlich bei jeder Verhandlung sein, ne? Wenn man im Business mit irgendeinem Gesprächspartner spricht, ne? Oder ein Bewerbungsgespräch oder. Ne? Und deswegen finde ich das auch so schön und so spannend, dass man hier quasi diese Techniken, die im Profisport quasi zu einmaligen Leistungen genutzt werden. Ja, Olympia sind ja auch manchmal oder oft einmalige Leistungen, dass man die auch im Alltag, im Beruf oder in der Partnerschaft anwenden kann oder, aber eben immer aus den Perspektiven wechseln. Und deswegen ist es dann nochmal für mich immer einfacher, das nachzuvollziehen. Ne? Weil wenn Patrick mir dann erzählt von Sportlern, ist es ja klar, die machen das so und das habe ich schon gesehen und so und so. Und ja, und jetzt musst du es auf deinen Fall umtragen. Okay, und dann kann man die Emotionen, die man vielleicht schon mal bei einem Olympiaspiel gesehen hat, so einfach auf sein eigenes Leben rüberbringen und muss sagen, okay, ich mache jetzt die Tür auf und dann beginnt mein eigenes Olympiagame. Ja, ich laufe den Weg entlang, ich gehe zur Rezeption, ich fahre mit dem Aufzug hoch, setze mich dahin, warte auf mein Gegenüber, spreche so, wie ich es fühle, ich mache meinen eigenen Gamechanger, ne? Vielleicht vorher, solange ich in dem Raum noch alleine sitze, meine Erfolge, ja, ich habe die Gespräche schon oft gemacht, ich weiß, worüber ich rede, ich bin der Beste auf meinem Feld, zack, 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 dann geht's los, dann wird performt, dann holt man sich den neuen Job, den Vertrag, den Businesspartner, was auch immer und dann geht man mit der Goldmedaille, mit der gedanklichen Goldmedaille unten wieder zur Tür raus und hat's geschafft. Ja, ich würde sagen, ein wunderbares Interview mit dir, Patrick. Jetzt gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen hier vor der Kamera, der sagt so, ja, sehr cool, was ich hier gehört habe, aber wo kann ich denn das Ganze vertiefen? Deine Bühne, Leute,
die dich suchen, die dich wollen? Wo können die dich finden und was kann man bei dir bekommen? Ja, es kommt, glaube ich, wie du schon gesagt hast, natürlich drauf an, ist es ein beruflicher, privater Background, ist es ein sportlicher Background. Für all diejenigen, die sportlich da das Maximum aus sich herausholen wollen, egal ob es jetzt irgendwie ambitionierter Hobbysportler ist oder Leistungs- und Profisportler, dann ist definitiv promindathlete.de die beste Anlaufstelle. Das ist mein Unternehmen, das ist das Unternehmen, mit dem wir jetzt aktuell 50, 60 Athleten im deutschsprachigen Raum gerade betreuen, auch schon tatsächlich olympische Goldmedaillen gewonnen haben oder unsere Athleten das geschafft haben, wo wir auch einfach wissen, wie das funktioniert auf dem höchsten Level. Und für alle anderen gibt es, glaube ich, die besten Wege, mich einfach persönlich zu kontaktieren, Instagram @patrick_thiele_ oder LinkedIn, Patrick Thiele einfach, da findet man mich auch easy. Und tatsächlich habe ich jetzt gerade aktuell zum ersten Mal ein Programm gestartet für Menschen außerhalb des Sports, die Mental Alchemy Mastery. Da bin ich jetzt gerade mit einer Gruppe von Menschen reingestartet in diesen 12-Wochen-Prozess. Die nächste Runde wird dann wahrscheinlich Anfang Oktober starten. Das heißt, einfach da up-to-date bleiben auf meinen Kanälen und für jeden, für den es interessant ist, dann bekommt man da auf jeden Fall die Infos. Und das Schöne ist halt auch einfach an diesen 12 Wochen, es ist nicht ein Hochheben und Fallen lassen. Ne? Also es ist wirklich eine kontinuierliche Betreuung. Es gibt vielleicht auch Hausaufgaben oder Dinge, die man tun muss. Ne? Ja, Herausforderungen gibt es wahrscheinlich. Ne? Es gibt wöchentliche Aufgaben auf jeden Fall. Es gibt eine gemeinsame Gruppe, in der wir immer wieder Kontakt haben und damit die Möglichkeit halt wirklich ganz viel zu verändern und auch eine gewisse einfach so Accountability zu haben. So, das heißt, da gibt es schon so ein paar Faktoren, die ich aus dem Sport einfach einfließen lasse, so dass ich nicht sage, okay, there you go, da ist mein Content und du musst es selbst rausfinden, sondern gerade so aus dem Sport auch wirklich so diese Consistency, dieses regelmäßige Training zu verinnerlichen, so ein bisschen Accountability gegenüber dem Trainer auch mit einzubauen, sodass man halt in 12 Wochen wirklich mal was verändert und wirklich in das Tun kommt und dann zurückschauen kann und sagen kann, hey, da hat sich wirklich was verändert. So, das ist am Ende auch so mein persönlicher Anspruch. Okay. Vielen Dank, Patrick Thiele. Sehr gern. Wir verwandeln Blei in Gold. Mental Alchemy. So schön, dass du da warst. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis demnächst.